Es gab zwei unterschiedliche Spiele. In Freiburg waren wir, glaube ich, über 90 Minuten die bessere Mannschaft, die den Sieg verdient gehabt hätte. Heute war über 90 Minuten Estoril die bessere Mannschaft, die den Sieg verdient hätte. Wir haben heute nicht gut genug gespielt. Wir haben sehr viele Spieler eingesetzt, die jetzt in der Bundesliga nicht gespielt haben, weil wir am Sonntag wieder ein wichtiges Spiel haben und voll im Abstiegskampf sind. Und leider hat der ein oder andere nicht ganz die Chance genützt, die wir ihm jetzt gegeben haben, um sich anzubieten für die Spiele in der Bundesliga. Wenn in Anbetracht der Spielmöglichkeiten, die die Studio gehabt haben, sind Sie zufrieden mit diesem Spiel? Nein, ich bin nicht zufrieden mit diesem Spiel, überhaupt nicht. Estoril war fußballerisch besser. Estoril hat einfach klaren Fußball gespielt. Wir haben aber aufgrund der Beobachtungen der Spiele gewusst, dass es eine sehr gut spielende, eingespielte Mannschaft ist. Aber mit unserem Spiel sind wir natürlich überhaupt nicht zufrieden. Das ist, war nicht ausreichend fußballerisch und das ist nicht das, was wir uns wünschen würden zu spielen. Zum Sonntagsspiel. Für uns ist es im Moment so, wir sind in einem enormen Kampf. Für uns ist es schon so, dass es ein großes Abenteuer ist, aber auch ein außergewöhnlicher Kampf mit der Europa League, mit der Bundesliga. Und wir werden am Sonntag im Heimspiel eine große Unterstützung haben von den Zuschauern, weil sie Verständnis haben für unsere Situation. Das ist unglaublich, wie die Menschen in Freiburg reagieren, aber sie sind sensibel und sie wissen, dass wir alles tun. Aber es wird natürlich am Sonntag ein VfB Stuttgart auf uns zukommen, der sich heute Abend auf dem Sofa saß und ausgeruht hat und die ganze Woche auf nichts anderes vorbereitet hat als Freiburg. Wir werden heute Abend regenerieren, gut essen und werden am Sonntag alles, wirklich alles in die Waagschale werfen, um ein Gegner zu sein für Stuttgart. Und das wird in zwei Wochen wieder so sein. Wir sind einfach in einem totalen Kampf mit ganz vielen Dingen, aber wir nehmen den Kampf an. Ich bin jetzt so ein bisschen überrascht, weil sie es abhaken wurde, die Euroleague. Also, weil sie es halt darüber brauchen. Nein, Herr Wiele. Dieses Abhaken, was immer erzählt wird, wir haken nichts ab. Nur wissen Sie, was soll ich jetzt spekulieren über irgendwelche Plätze und über wenn Liberec in Sevilla unentschieden spielt, wenn Liberec gegen uns unentschieden spielt, wenn sie gegen Estoril spielt, hat doch überhaupt keine Relevanz. Wir haben noch nie irgendwas abgeschenkt und wir werden nie irgendwas abschenken. Nur für uns gibt es nur eine Frage. Und das heißt, wie kommen wir ins nächste Spiel? Mit welcher Aufstellung und wie spielen wir Fußball so gut wie möglich? Dieses Wort Abschenke, das ist etwas, es ist schon so ein furchtbares Wort. Ich verstehe das nicht, wie man das in den Mund nehmen kann. Ich weiß gar nicht, wie Sie mir so eine Frage stellen können. Sie kennen mich da schon ein paar Jahre. Habe ich schon mal irgendein Spiel abgeschenkt? Aber dann nehmen Sie doch das Wort nicht in den Mund und es ist doch nicht wahr. Ich habe doch nicht gesagt, wir schenken das ab. Ich habe eben gesagt, ich setze mich nicht mit einer tabellarischen Situation nach diesem Spiel auseinander. Ich meine, da haben Sie doch Verständnis für, Sie haben doch Spiel gesehen. Ja, aber ich wollte Ihnen eigentlich nur Mut machen und sagen, mit zwei Siegen ist ja alles möglich. Ja, aber ich rede doch nicht nach diesem Spiel von zwei Siegen. Wenn wir darüber reden jetzt, geht es darum, wie kommen wir am Sonntag gegen den VfB Stuttgart auf den Platz, damit wir alle Energie da reinsetzen. Dann haben wir zwei Wochen Zeit. Leider sind einige bei der Nationalmannschaft, was für uns zu der natürlich schön ist einerseits, aber andererseits natürlich, wir brauchen Trainingszeit und Gesundheit. Das sind die drei Dinge, alles andere ist für uns irrelevant. Aber nach diesem Spiel, ich bin nicht zufrieden mit der Leistung, wir haben nicht gut Fußball gespielt, Estoril war besser, da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen und es geht darum, wie kommen wir am Sonntag auf den Platz, dass wir eine gute Leistung gegen Stuttgart abliefern.